deutsche Meister der Junioren im Gruppenvoltigieren. Es siegte bei den Gruppen und somit die Goldmedaille für das Team RSV Neuss Grimlinghausen. Longenführerin Pauline Liedel, das Pferd. Herzliche Glückwünsche an Dina Struss, Maike Kuhlbusch, Lara Schmidt, Bela Lehnen, Jara Tulli-Strehl und Hanna Kross. Und hier gibt es einen Flachbildfernseher der Firma Büttner Elektronik und Kabelbau GmbH. Vielen Dank an Herrn und Frau Büttner für das Sponsoring eines Flachbildfernsehers für das Team Neuss in den Pausen. Und für das Pferd Smarty gibt es eine neue Pferdedecke, gesponsert der Firma Mubi. Die hat das Pferd natürlich auch gleich schon auf. Die Silbermedaille 2019 im Gruppenvoltigieren geht an den Landesverband Bayern. Herzlichen Glückwunsch an das Juniorteam vom Voltigierverein Engelsberg. Und hier gibt es Sportbeutel, gesponsert von der Firma INEMA Pferdesportbedarf. Und sie werden überreicht durch Frau Nele Schulze. Die Bronzemedaille im Jahr 2019, sie geht an den Landesverband Hamburg, an das Team HWR Junior 1. Herzlichen Glückwunsch. Das Pferd Diablo of Kamsen wurde vorgestellt von Herrn Hendrik Grühl. Und hier werden die Medaillen überreicht durch Frau Kerstin Limmes-Gern und Frau Raffaella Meyer, Mitglieder des DOKR-Ausschusses Voltigieren. Und die Schleifen werden überreicht durch Frau Silvia Behrensen, stellvertretend für unser Richtergremium. Und für Diablo gibt es noch einmal Pferdefutter, gesponsert von der Firma Eggersmann. Es wurde überreicht durch Herrn Dr. Klapko. Herzlichen Glückwunsch an die neuen deutschen Meister im Gruppenvoltigieren. Herzlichen Glückwunsch an das Team vom RFV Neuss Grimlinghausen.
Wir ehren nun die neuen deutschen Meister der Junioren im Voltigieren hier in Krumke 2019. Und ich bitte einmal unsere Zuschauer, sich zu erheben. Wir hören nun die deutsche Nationalhymne. Den Gewinnern vom Förderpreis des Voltigierzirkels TOS Fortuna Saarburg.